Yo Leute, wenn ihr keine Videos und keine Streams mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke, um somit immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, ach, sowas, sowas, sowas rieche ich doch, Alter, sowas. Nochmal! Ey Leute, was geht? Porsche ist wieder back am Start, hier für euch. Und ja Leute, ihr seht es schon, Labimod 3.0.3, Closed Beta. Ich bin Beta-Tester, ja Leute. Wie sonst immer bei Call of Duty, dann werde ich enttäuscht und dann habe ich keinen Bock mehr auf mein Leben und dann... Alter, das war fix, oder? War fix? Nee, okay. Der ist nicht hier, oder? Nee, der ist nicht hier. Ja Leute, ihr wisst, oder viele von euch wissen, dass mir Labimod davor nicht so gefallen hat. War ein bisschen, ja, war nicht so sortiert, recht unübersichtlich und so weiter. Hat mir nicht so gefallen auf jeden Fall. Hab lieber immer mit Optifine gespielt. Ja, oder natürlich mit dem richtig geilen Primus-Client, den ich jetzt natürlich nicht mehr verwenden kann, weil der da Toggle Sneak Sprint reincoden muss. Also man kann das nicht auswählen, dass man nicht, das nicht haben will. Jetzt kann ich den nicht mehr auf Rivi verwenden. Danke. Danke dafür, Alter. Danke dafür, Primus Client Coder. Ich hasse dich. Spaß natürlich. Ja, er hat mir hier, ich hätte mich so gefreut, wenn hier irgendwie so ein Zeus rum stehen würde, damit Blitzen schießt mit seinem Stab, Alter, Fax macht so. Ihr wisst Bescheid, Alter. Du wirst zu Zeus sein Palas, Vater sein. Alter, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr sprechen, Leute. Dann wird's halt zu meinem Pack, Alter. Ich will's nicht aussprechen. Ich kann's nicht mehr. Dann wird's halt zu meinem Pack passen. Genau, gehen wir noch kurz zu den Einstellungen. Ich habe da schon ein bisschen rum gespielt. Weil, ah ja, hier wollt ihr noch was zeigen. Anstatt der kompletten Leiste ist dieser Direct Connect. Ich weiß jetzt nicht, ob es davor schon da war. Ich glaube nicht. Lass mich nicht lügen, Alter. Ich habe nie mit Labimod davor gespielt. Deswegen, also hier finde ich ganz nice, kann man direkt connecten. By the way, ich würde jetzt noch nicht auf Revi connecten, denn ich habe mit Tobi schon geschrieben, ist heikle Sache. Vielleicht so ein bisschen eine Grauzone. Er wird es mit T-Simon abklären, ob die Mod erlaubt ist. Ich glaube schon, aber bin mir natürlich jetzt noch nicht sicher. Ich denke auf jeden Fall, weil, warte mal, wo ist denn das? Optionen, also hier kann man auch diese Mods rausmachen, also Toggle Sneak Sprint komplett rauspacken und so weiter. Finde ich ganz nice. Könnte ich hier jetzt auch einfach in den Mülleimer schmeißen. Finde ich echt nice gemacht, muss man wirklich sagen. Was mir hier auch gut gefällt, ist, dass es echt geordnet ist und so weiter und dass man da nicht immer so rumskippen muss. Da habe ich immer nichts gefunden. Genau das fand ich halt mega scheiße. Könnt ihr euch hier angucken, was ich hier habe. Gehe ich nochmal hier durch. Okay. Gut, ja, das ist für die anderen Leute, die da irgendwie Spotify und so weiter reinpacken. Auch ganz interessant. Könnt ihr euch alles angucken, wenn es draußen ist. Bisher, ohne Mist, finde ich ganz nice. Also von den ganzen Stisseln. Das finde ich auch ganz geil, Alter. Kann richtig Fax machen. Okay, gut, das ist vielleicht jetzt nicht so für mich geeignet, weil ich da immer gut rumspielen kann. Wobei ich bei meinem Skin eh nichts verändern kann, weil er recht leer ist. Ja gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt hier erstmal natürlich auf Gomme, weil auf Revi kann ich jetzt erstmal nicht spielen, ne? Ja, ich würde sagen, wir spielen eine Runde Skywars, oder? Nein? Trotzdem Pech gehabt. Einfach Pech gehabt. Leute, einfach Pech gehabt. Ich muss euch eh noch echt was richtig Bitteres erzählen. Eine kleine Story, Alter, eine kleine Real-Life-Story von mir. Ist recht interessant, also ich würde sagen, ihr bleibt dran, oder? Ja, wird schon sagen. Also, ich würde sagen, bis gleich, Leute. Man sieht sich. Oh mein Gott, was für ein Prank. Was für ein Prank. Und ich habe mein Cape wieder überall hängen. Am Arsch, am Schwanz, an meinem Fuß und am Rücken. Das ist der neue Style, Alter. Der neue Style. Ich meine, ja. Die Level-Mod-Version ist noch mega verbuggt. Ich sehe zum Beispiel hier das Glas nicht. Mir fliegt immer irgendwas ins Gesicht. Was weiß ich, Alter. Wenn ich den jetzigen Stand bewerten müsste, wäre es unter Knorr. Nicht mal bei Maggi. Es wäre sogar unter Knorr. Aber, ja, ist natürlich eine Beta. Komplett verständlich, dass da mal was nicht so nach Plan läuft und halt verbuggt ist wie ein Cordon Bleu. Ihr müsst immer wissen, wie ihr die Dinge beschreibt, Alter. Weißt? Nee, aber bisher, also dieses Sortiersystem finde ich ganz nice.
Bei der anderen Version hat man ja gar nichts gefunden. Also ich zumindest. Und ja. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was am Anfang von, keine Ahnung, Call of Duty alles gebuggt hat. Und wenn jetzt hier mal so ein bisschen was buggt, who cares, Alter? Ich meine, die haben da ja noch Zeit, da ein bisschen rumzucoden und Faxen zu machen. Okay, der hat mich jetzt ordentlich gebumst, aber, ja. Ihr wisst Bescheid. Das ist, Alter, what the fuck. Und ich finde auch, durch diese ganze Scheiße, die mir vorm Gesicht rumschwebt, läuft das auch noch ein bisschen unflüssig. Und ich weiß auch gar nicht, was dieses OpenGL-Error, was der Müll da bedeutet. Keine Ahnung. Wissen die schon. Machen das bestimmt auch weg und so weiter und so fort. Aber, ne? Also, da müssen sie sich noch ordentlich ranhalten. Ich meine, das können sie ja nicht releasen, da machen sie sich ja lächerlich. So. Holen wir noch die anderen. Aber bisher, also der Aufbau ist ganz nice. Sick Legit? The hell? Juch! Du Peachko, Alter. Was glaubt ihr eigentlich, wer ist hier? Also entweder leckt er oder cheatet obvious seine Mutter, Alter. Und ich finde, das Hauptproblem ist eigentlich, dass ab und zu die Items, die man davor verwendet hat, im Gesicht irgendwie rumbuggen. Das finde ich ein bisschen. Ja, das triggert irgendwie schon hart. Ja, wie gesagt, die werden das auf jeden Fall patchen, lösen, was weiß ich. Was glaubst du, wer ich bin, Alter? Ja. Ja, ich weiß eh, dass du ein Korb bepasst, Alter. Halt mich mal nicht vom. Ja. Ach, sowas, sowas. Sowas rieche ich doch, Alter. Sowas. Nochmal! Also, das liegt daran, weil ich zu viel Knorr esse, natürlich, ne? Weil, sonst hätte ich Maggi gefräst, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, aber. Oh, bitte, ey, das war ja lächerlich. Mach ich mal nicht. Also, bitte, Alter, also bitte. Ich meine, was. Schon aus? Ja, in dem Sinne, ihr wisst Bescheid, ich kann es jetzt noch nicht komplett bewerten, aber ihr habt so einen kleinen Einblick von der Beta gesehen. Ich finde sie bisher ganz nice, also vom Aufbau und so weiter. Wie gesagt, am Anfang, ich hätte mir da so ein paar Features schon gewünscht, wäre ganz nice gewesen. Aber bisher, die müssen einfach nur die ganzen Bugs fixen. Vielleicht auch noch an den FPS vielleicht ein bisschen arbeiten, wäre ganz nice. An der Flüssigkeit ist es auf jeden Fall viel besser als bei der vorherigen Version. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und Servus. You never seem to call me lately, but I don't think she knew.